In dem Moment, wo ich hier abschieße. Willkommen Leute, wir hatten ja in der letzten Folge hier dieses Todesrennen gemacht, das werde ich jetzt einfach nochmal probieren, aus dem einfachen Grund, ich habe gerade geschaut, wir haben jetzt hier Medaillenpunkte 41, wir brauchen aber insgesamt 50 Punkte für das Qualifikationsrennen, das nächste. Darum habe ich jetzt beschlossen, das Rennen hier nochmal zu machen und danach, also dieser Part ist eigentlich relativ optional, sage ich mal. Um halt nur die nötigen Punktzahl hier zu erreichen, um das Qualifikationsrennen zu machen zu dürfen. So. Ballern wir mal einfach mal drauf los hier. Und wollen wir mal hoffen, dass ich jetzt hier mehr Punkte mache wie in der letzten Runde. Da haben wir wirklich nur 3 Punkte gefehlt bis zur Goldmedaille. Das war mächtig ärgerlich, muss ich sagen. Sorry, so läuft das Spiel. Nee, Jack. So läuft das Spiel nicht. Also 3 Punkte hätte man mich wenigstens noch geben können. Für meinen guten Willen halt, das zu machen. Also so ein bisschen so... Mir nix, dir nix, so. Weißt du? Wär schon lieb. So. Aber wir kommen, jetzt wollen wir mal hier... ein bisschen was bringen. Ich sehe gar nichts richtig hier durch die ganzen Explosionen. Ist ja nicht normal hier. Sorgt gefälligst dafür, wenn ich hier andere Leute in die Luft sprenge, dass ich hier besser sehe. Mann. Aber hey, gute Lichteffekte. Das muss man den Spiel lassen. So. Wo ziehe ich denn hin? So wie sie auftauchen, so verschwinden sie halt. Ah, wie fliegen auf den Kackhaus, wenn es Licht angeht. Ja. Wo das herkam, gibt's noch mehr. Oh Gott, wie die Sprüche wieder passen zu von Jack. Oh Mann. Ja, wo das gibt, wo das herkommt, gibt's noch mehr. Bumm, juhu. Ich ist einfach nur Liebe. Oh, komm, ja, hier, kommt her. Ihr seid meine Kinder. Oh, nee. Wenn ich so Kinder behandeln würde, das wär's ja. Dann... Was? Ja. Das auch, Jack. Das auch. Das wäre... Ich weiß... mich sah ich noch nie... Hey, ich hab den nicht getroffen. Der war neben mir. Wäre mal cool, wenn auch Dexter sprechen würde. Ich weiß gar nicht. Ergebnis? Wieder plus Silber. Okay, Leute, hier kommt nochmal die 1-4 Rallye im Dschungel. Da die ja auch nicht so gut verlaufen ist, versuche ich sie hier auch nochmal zu der passenden Musik. Und ja, ich hoffe, es wird diesmal besser. Denn hier haben wir auch nur Bronze erreicht. Und ja, da muss auch mehr drin sein hier. So, das war schon mal nicht schlecht. Wenn ich ein bisschen irgendwo dran geeckt bin, aber was soll's. Ja, da muss ich jetzt dran kommen. Oh, was? Wie ist das denn möglich? Von allen Möglichkeiten, die es gibt, bin ich einfach mal an der Mitte dran vorbeigeflogen. Hey, aber ich habe es geschafft, hier drüber zu springen. Das ist auch schon mal gut. So. Ihr könnt euch echt nicht erlauben, einfach mal so auf den Gas zu drücken. Ihr müsst doch schon ein bisschen bremsen und einen tollen Stunt hinlegen. So wie ich das gerade getan habe. Ja? Heute fahren wir mal hier unten lang. Mal sehen, was hier so gibt. Ja, auch ein bisschen extra hier muss sein. Ja, und dieser Song ist auch echt klasse. Ich wollte schon sagen jetzt, da singt mal keiner, aber in den ganzen Songs singt ja keiner.
Aber nee, der ist auch so, der hat so eine entspannte Atmosphäre, muss ich sagen. Natürlich ist er auch rockig wie die anderen, aber weiß nicht, irgendwie so. Ja. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. So, aber das läuft ja schon mal ganz gut hier, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wie das Endergebnis sein wird. Und jetzt springen. Ich komme da nicht ran, ey. Eine Runde ist noch. So, ja. Eine Runde ist um. Wir müssen noch eine machen. Und ich finde es echt blöd, dass ich das in der letzten Runde jetzt nicht geschafft habe hier. Denn ich habe es ja immerhin schon das zweite Mal probiert. Und immer wieder Silbermedaille bekommen. Echt blöd. Aber da kann man nichts machen. Ich bin halt so ein Let's Player. Ich kann da wirklich nicht Sachen rausschneiden. Oder vorher 3 Stunden üben. Es kommt halt, wie es kommt. So, und es kommt halt, wie es kommt. Und ich springe hier wieder. Juhu. Und ich gehe baden. Toll. Jetzt ruiniere ich mich hier die tolle Runde, die ich gemacht habe. Hui. Oh, ey. Aber mach mir den Stunt nach. Mach mir den Stunt nach. Und dann können wir weiterreden. Oh Mann, ey. Ja, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Ich finde, das sieht so geil, ey. So, jetzt fahren wir oben lang. Und ach, an einen schon wieder dran vorbeigefahren, das ist nicht toll. Komm schon. Komm schon, ich schaff's. Ich kann doch jetzt auch gar nicht auf die Zeit gucken, großartig. Ach, ja, okay. Ich noch gekriegt. Da hinten jetzt. Jetzt konzentrieren. Nein! Dran vorbei! Verdammt! Ach man, hier ist auch so rutschig. Kann aber nicht sein. Los, krieg ich die wenigstens? Ja! Habe ich sie gekriegt? Sah doch gut aus, oder? Geschafft, Baby! Okay, nicht Gold. Gerade mal 5 Sekunden haben gefehlt. Aber Silber, damit haben wir uns schon mal ein bisschen verbessert. Nicht wahr? Und wir sehen uns im nächsten Rennen. Hallo Tempo-Freunde! Wir sind wieder live beim größten Sportereignis des Planeten. Sieht aus, als würde es auch diesmal brandheiß. So wie die schwelenden Wracks am Streckenrand. Lasst euch dieses Feuerwerk nicht entgehen! Wie schafft er das, dass sein Haar so glänzt? Muss ich wissen. Heute kriegen wir wohl echte Profis zu sehen. Wie schön. Dieser Blitz ist voll gruselig. Und in echt ist der Kriecher sogar noch schlimmer. Wär doch bloß... Hey, Leute, habt ihr meine Sendung gesehen? Das wird kein Spaziergang heute. Die Wetten stehen hoch. Man sagt, diese Meisterschaft wird entschieden zwischen euch und Misos Dream Team. Aber laut Buchmacher habt ihr keine Chance. Aber auch nur, weil diese Deppen nicht mit mir rechnen. Sig! Sig, alter Kumpel! Ist die Kamera unscharf? Der große Sig mischt in diesem Rennen mit. Das wird ja besser, als ich dachte. Aber jetzt entschuldigt mich. Auf mich warten echte Interviews. Ja, geh nur. Sorry, dass ich so spät dran bin, Leute. Ich hab von Cruise Trank gehört. Darum habe ich bei der Arbeit nie getrunken. Ich sag's ja, traut nie einem Toten. Keine Angst, wir finden das Gegenmittel. Du hast leicht reden. Dein Leben ist nicht in Gefahr. Für meine Freunde schon. Schön, dass du zurück bist, Dick. Schön, zurück zu sein. Kümmern wir uns um diesen sogenannten Wettkampf. Sig ist cool. Okay, Leute. Neuer Fahrer. Es ist soweit. Ja, ein Freundschaftsspiel. Gut. Sig ist cool. Der lässt uns nicht in den Stich, kann ich schon mal sagen. Und ja, was habe ich denn jetzt hier geschafft eigentlich? Okay, ich habe jetzt also... Wir können jetzt zwar noch nicht ins Qualifikationsrennen, aber eine neue Strecke ist freigeschaltet und die werden wir jetzt machen. Ah, Verladedox, die mag ich auch nicht so, aber was soll's. Ah, denn los. Dieses Rennen führt durch die Docks. Dies ist ein gefährlicher Teil der Stadt, also Augen auf. Hier gibt es viele Hindernisse und Orte, an denen man ins Wasser fallen kann. Setze die Turbos ein, wo es geht, und halt dich vom Wasser fern. Bist du bereit, Jack? Na klar. Aber vorher rüste ich meine Karre aus. Ich denke mal, wir sind
etwas gut ausgerüstet und können uns mit den Rennen uns jetzt hier vergnügen. Okay, los geht's! Okay, das ist eigentlich so eine Sache, die gefällt mir sehr gut. Wo man die Gegner halt abschießen muss mit den Dingern hier. Sauberer Start. Los geht's! Jetzt geht's los, Leute! Ja, und ich bin halt so lange schnell hier, wie ich halt hier das Teil drücke. Das Problem ist, ab und zu, ja, jawohl, genau ins Schwarze, kommt eine gefährliche Kurve. Nee. Da, ach, das, an das Rennen kann ich mich doch hier erinnern. Das war doch auch so eine schwierige Sache. Ja, genau. Da muss man halt hier aufpassen, wie man es macht. Das kann ich schon mal sagen. Abschuss! Oh! Oh Mann, ey, nein! Oh, hallo, kriegst du dich mal wieder ein, du Hallo? Was soll das? Soll man denn da wieder... Bumm, Baby! Oh Bumm, Baby! Wer lacht da? Abschuss! Wir müssen halt unsere Gegner hier schön ausschalten. Dann habe ich gerade das Teil verloren hier in dem Moment, wo ich hier abschieße. Oh Mann, hallo! Ach, das wird doch nichts. Warte, Leute, das wird nichts. Ich mache einfach nochmal neu. Neuer Versuch hier. Jetzt kennen wir die Strecke und los geht's! Juhu! Das wollte ich schon immer mal machen. So, Achtung, Achtung, Achtung. Hier gleich das nächste. Zacki, zacki. Abschuss. Da, friss dies, Junge. So, das Problem ist natürlich, wenn man erst ist, hat man kein Zutreffen. So. Okay. Das ist wirklich ein interessantes Rennen hier, das kann ich euch sagen. Mir gefällt das auch sehr gut hier, muss ich sagen. Weil man halt gezwungen wird, schnell zu fahren, ja? Anders trifft man ja die Gegner nicht. Das hat schon eine kleine Herausforderung hier. Und natürlich auch diese blöden Züge hier. Was ich sehr mag an diesem Level. Ich bin schon wieder den falschen Weg gefahren hier. Da seht ihr, ja. Wollt ihr jetzt sehen. So, Ashlyn, hallo, du bist leicht angeschlagen. Friss dies! Oh Mann, und das Lied ist so epic. Ich find's so krass, ey. Oh ja, das muss wehtun. Ja, Mann. Wenn man das Lied zu laut macht, tut's in den Ohren weh. Da hast du recht, Jack. Oh, verdammt. Ja, und jetzt zählt's wirklich mit Punkte. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Und da haben wir nochmal rechtzeitig diesen Angriff abgewehrt von den Gegnern. Und hey, Sprung frei! Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba. Yeah, Mann! Das hieß es so krass. Endlich bin ich mal richtig vorne hier auf dem Weg. Oder? Ich sag nix. Ich glaube, ich hab was mit den Augen hier. Das gibt's ja gar nicht. Ey, du hast mir das okay, geklaut. Jetzt bin ich echt sauer. Ja, genau, Jack. Du nimmst mir wieder die Worte aus dem Mund, genauso wie Dexter im Dexter LP und im Jack und Dexter 1 LP. Wir nehmen mir immer die Worte aus dem Mund.
Wie geil es einfach mal gemacht ist, ja? Wie geil es einfach mal gemacht ist. Bumm! Oh Mann, ja, ich bin Schrott und die Menge tobt. Finde ich echt klasse. Der Kunst des Todes. Oh Mann, Moment, Leute. Ach, verdammt. Ich habe bloß Silber erreicht. Eben wegen diesem Unfall, ja. Aber das soll jetzt erstmal gewesen sein für diese Runde. Und ja. Es kann sein, dass ich offscreen nochmal ein paar Runden hier mache und versuche Gold zu holen irgendwo. Um halt letztendlich hier das noch zu schaffen. Also bis zur nächsten Folge. Bis dann.